Sag mal, Schneider, weißt du noch, was du 85 für Spieletests damals für Happy Computer geschrieben hast? Ganz, ganz grob, aber hilf mir mal auf die Pass mal Sprünge. auf, ich lese ein Zitat vor und du sagst mir, welches Spiel das war. Die Grafik ist sauber und die Musik ein Medley aus Rock'n'Roll-Rhythmen, einfach spitze. Da dreht man gern den Fernseher etwas lauter. Das muss auf etwa 150 C64-Spiele damals gepasst haben. Was war's denn? Rock'n'Roll, heiße Rhythmen, kalter Stahl. Das Activision, von richtig. Activision, das war noch ein Denkspiel, mein Lieber. Das Ah, hat Spaß gemacht. Jetzt rat du mal. Englischkenntnisse sind dringend zu empfehlen, wenn man bei mitkommen will. Am Oho. besten legt man gleich ein Wörterbuch neben den Computer. Damals gab es noch nicht so viele deutsche Versionen. Allerdings. Obwohl das Programm anfangs wie eine DFÜ-Simulation wirkt. DFÜ? Damals? Internet gab es noch nicht, 85, Nein, oder? was Nein. war's? Hacker! Hacker, auch von Hacker, auch Activision. von Activision, so ein Zufall. So ein Zufall. Nämlich Wahnsinn. All diese ganzen tollen Programme von Activision, mit denen wir zwei damals groß geworden sind und den Einstieg in die Spieletester-Karriere geschafft haben, die gibt es jetzt auf einer CD-ROM gesammelt. Das nennt sich Commodore 64 Action Pack und läuft nur unter Windows 95. Das schauen wir uns jetzt mal an. Richtig! 15 Klassiker aus den 80er Jahren laufen jetzt unter Windows 95, obwohl das damals Commodore 64-Spiele waren. Stellt sich natürlich die Frage, wie passt dieser Brotkasten auf diese CD? Ja, das ist ganz einfach, das nennt sich Emulation. Und zwar macht man Folgendes: Der Commodore 64 besteht ja aus wahnsinnig vielen Chips. Und jetzt Oh, schreibt man, tun wir ihn aufschrauben jetzt? Oder? Nein. schreibt man viele kleine Programme, die so tun, als seien sie diese Chips. Aha. Und dann hat man eigentlich einen Commodore 64, dann kann man darauf ein altes Spiel laufen lassen. Und das bedeutet, dass du einen Intel Pentium 90, der so etwa um den Faktor 200, 300 mal schneller ist als eigentlich ein Commodore 64, wieder so langsam kriegst, dass die ganzen alten Spiele laufen. Boah, also man muss nicht in den Keller rennen und die alte Floppy rausgraben, das Ganze geht ohne Hardware. In dem Falle ja, es gibt einige Emulatoren für den Commodore 64, auch im Shareware-Bereich schon. Da hat man halt das Problem, da gibt es nur den Emulator Solo, die ganzen Spiele musst du dir mühsam konvertieren. Die Arbeit hast du mit Activisions Paket nicht, weil die haben alle Sachen ganz sauber rübergezogen und garantieren, dass die einwandfrei laufen, was bei diesen anderen Emulationen normalerweise nicht der Fall ist. Sag mal, Heinrich, von den 15 Spielen auf dem CD-ROM, welches gefällt dir denn am besten? Tja, als alter Sportspieler ist natürlich ein Titel dabei, der historisch hochinteressant ist, und zwar ist das Decathlon. Das war damals das allererste Joystick-Rüttelspiel. Also, damit der Athlet im Leichtathletikstadion schnell läuft, musste man ganz schnell den Joystick hin und her bewegen. Das hat viel Schweiß gekostet und damals auch die Joystick-Industrie saniert, weil so mancher Stick zu Bruch ging. Heute kann man das auch am PC machen und zum Beispiel auch seine Tastatur damit ruinieren, aber sehr kurzweilig. Und du hast wohl einen anderen Lieblingstitel, weil Sport ist ja nicht ganz so dein Fall. Was Also beeindruckt dich denn heute noch? es sind einige wirklich witzige Spiele drauf auf dem Ding. Sehr, sehr originelle Konzepte, also wirklich gute Ideen. Aber das, was mich am meisten immer noch fasziniert, auch nach 10 Jahren noch, ist das Konzept von Little Computer People. Das ist so der Vorläufer der Bildschirmschoner, wie wir sie heute kennen, quasi ein Goldfischglas am Computer. Es war nur noch viel intelligenter gemacht, und zwar basiert das auf der Story, dass kleine Männchen in den C64 einziehen können. Das heißt, man lädt die Software und die Software enthält ein elektronisches Haus. Nachdem man das geladen hat, so nach 3, 4, 5 Minuten macht es an der Tür Ding-Dong. Und dann kommt tatsächlich so ein kleines Männchen rein und das wohnt dann in den C64. Nachts schläft es, tagüber geht es an den Und Kühlschrank. es gab Interaktion. Das Es war nicht nur gab zum Zugucken. Man kann Ja? also, man konnte also eintippen, schreib mir doch einen Brief, und er geht dann brav nach oben in das oberste Stockwerk und setzt sich an die Schreibmaschine und schreibt dir einen Brief. Und das sind Sachen, die gibt es heute eigentlich gar nicht mehr, so pfiffige Dinge. Und auch bei den anderen Spielen auf dem Pack sind oft sehr bizarre, aber interessante Ideen dabei. Also, dass da Grafik und Sound natürlich nicht ganz pentiumgemäß sind, logischerweise, das stört einen weniger. Gerade wenn man auf Spielideen Wert legt oder ganz einfach die alten Oldies mal wieder erleben will, dann sollte man sich den Action Pack, glaube ich, unbedingt zulegen. Ja, aber man braucht halt eine starke Kiste. Also es ist schon kein Witz, wenn wir sagen, Sie brauchen ein Pentium Pentium 90, und die um Grafikkarte diese sollte alte 1 MHz-Kiste richtig. tatsächlich zu emulieren, weil das ein oder andere Spiel scrollt auf dem PC dann doch verblüffend langsam.